Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Weiter geht es im Programm. Wir wollten jetzt tun, was wir tun wollten, genau. Wir müssen das mittlere Ding auch rausklappen. Hab ich jetzt festgestellt. Warum, werde ich euch nicht sagen. Weil es euch nicht angeht. Nee, war nichts. Wir müssen... Ich will das Burgturm fetter machen. Das hier ist... Das wird dann hier connected. Hier unten bleibt das so. Aber hier... Ab hier wird das dann so connected und dann... Da. Wisst ihr? Da kommt das hier quasi hier ran. Hm? Die Burgzehen kommen hier ran. Also oben drauf. Nee, kommt nie dran. Was mache ich denn? Erstmal reißen wir es erstmal ab. Erstmal abreißen. Und dann sehen wir weiter. Die müssen wir jetzt mal auch schon die Spitzhacke hier. Das Burgtor auch gleich bauen können, ne? Dann hätte man das schon fertig. Oh, ich war mir da noch nicht so sicher, wie ich das Burgtor bauen möchte. Jetzt habe ich ungefähr einen Plan, wie ich das Burgtor baue. Burgtor, das Mauertor. Je nachdem, wie es aussieht, bauen wir es nochmal um oder wir lassen es so. Ich denke mal, es sieht gar nicht mal so schlecht aus dann. Insgesamt schon habe, das noch reicht. Jetzt Schuleingang habe ich vergessen vorzuproduzieren. Im Raum ist hier Sonntag, habe ich jetzt auch keine Folge gehabt. Das ist alles scheiße. Es ist schon 14 Uhr, obwohl 16 Uhr hätte ich noch Zeit, was rauszuhauen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal auf den Plan gucken, was heute eigentlich anstehen würde. Füllen wir erstmal hier schnell öfter das Loch. Wir haben ja ein bisschen was da. Wie weit es reicht.
Ja, nicht ganz voll, aber ein bisschen was haben wir. Hier, das möchten wir auch noch wegreichen, weil das sieht ja auch ganz doof aus. So, damit hätten wir das fertig. Gehen wir jetzt mal hoch und. Oh, hier liegt noch was. Den nehmen wir natürlich mit. Hätten wir auch noch was. Gut. So, dann gehen wir jetzt wieder hoch und dann verbinden wir den ganzen Schmarrn erstmal. War das der hier? Ja. Er war doppelt. So. Erstmal verbinden. So. Dann ist das ja hier die Mitte. Hier wird auf jeden Fall das Tor dann sein. Machen wir das jetzt am besten. Machen wir es mal so hier. Das ist jetzt wieder Freestyle hier, ne? Also ich habe ein paar Bilder im Kopf, aber das ist hier nicht ganzes und nicht halbes. So. Das wird ja dann hier, machen wir erstmal so. Ja. Könnten wir doch ein paar von denen brauchen. Wir müssen erstmal so einen Bogen hinkriegen. Einen klitzekleinen Bogen. Nehmen wir mal von denen ein paar mit. Dann, so. Dann machen wir erstmal von denen ein paar her. So, gut, dann können wir das eigentlich zumachen, weil runter gucken kannst du eh nicht. Dann. Machen wir das so. So. Dann. Zacki. Eins, zwei. Ja, jetzt müssen wir aber bloß noch. Machen wir das von hier aus so, hä? So hier. Dann haben wir noch ein paar von denen. Ja. So, dann machen wir es erstmal das hier zu. So.
haben wir noch ein paar Halbe. Ein paar Halbe könnte man dafür noch gebrauchen, ja. So hier und dann hier so ein halber rein oder was? Ja, wie das aussieht. Machen wir erstmal das hier ab. Hier so in reinmachen, so in. Und hier so einen halben, und hier so einen halben. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja. Sieht doch schon viel besser aus, so. Im Umkehrschluss, dass wir das hier drüben erstmal machen. So, erstmal hier auf die Höhe eine Stufe setzen. Stufe. Dann hatten wir hier so ein, genau. So. Dann glaube ich so. So, und das müsste so passen, nicht? Machen wir das hier innen drinne mit dem schwarzen Stein. Du ne? Nur noch ein paar halbe brauchen. Die Frage ist jetzt, machen wir das einfach weiter so oder machen wir das hier so zulaufend? Oder machen wir das jetzt zulaufend so? Hier unten wollten wir nicht hin. Lassen wir das jetzt so, dann machen wir hier zacki, zacki immer eins größer oder machen wir das jetzt in derselben Größe einfach hier voll nochmal? Weiß ich mein. Weil hier kommt ja das Tor hin. Hier ist dann das Tor. So, aber wir müssen ja jetzt noch hier, ne, ein bisschen was verbinden. Deswegen dachte ich mir, wenn wir jetzt etwas sagen, hier und hier. Jeweils in so ein Teil hin. Hier auch einfach mal so zack zack. Ja.
So, sorry, dann. Wir probieren es einfach mal so, wie wir es hier, ne? So, so. Brauchen wir noch? So. Dann kommt hier der halbe. So, den haben wir jetzt. Dann brauchen wir noch so und das wär's dann auch. Also hier. Boah, jetzt kommt die Senderreise. Ich sehe wieder nichts im dunklen Bildschirm. Oh. Jetzt was, wir machen erstmal oben das obere Abteil. Weil ich jetzt so richtig nicht entscheiden kann, ob das jetzt gut aussieht, weil oben einfach fehlt. Es fehlt einfach oben. So. So, es war jetzt SW3, ne, es war S2. Zacki. Erde-Theorie, so. Sehen, wie es im Gesamtbild dann aussieht. Aber es sollte eigentlich ganz gut aussehen. Irgendwann lernen, dass wir im letzten aufpassen müssen. Wir müssen die Leitern vielleicht nochmal versetzen, und zwar auf die Außenseiten. Ja,
ich raff das nicht noch. Das wird nicht ganz reichen, wa? Das reicht nicht ganz. Es fehlt uns natürlich noch ein Haufen. Das ist nicht so gut. Das bedeutet. Ja, die Treppen müssen wir hier drauf verlegen, weil hier können wir dann nach oben krabbeln. Weil hier bringt uns das überhaupt nichts. Das heißt. Verlegen sie hierher. Funktioniert doch. So, hier kommt dann das Fallgitter rein. So, dann brauchen wir jetzt aber trotzdem noch ein bisschen was für die. Tun wir das jetzt so einfach her, ja, die. Ich würde das Ding schon simpel scheiße aussehen, ne? Naja, wir müssen erstmal muss ja Kontrast und so, weißt du, hier Kontrastmittel sind schon, muss erstmal. Obwohl, wir könnten auch die einfach nehmen, ne? Wir haben jetzt ein bisschen viel davon gemacht. Ja, wir nehmen einfach die halben. Ich hoffe, die sieht nicht scheiße aus, wenn wir irgendwann mal ein Texture-Pack nehmen. Ich hatte nämlich, am Anfang hatte ich ein Texturenpaket, das sah ganz cool aus. Das Problem war aber, dass die Halbsteine, wenn du die gesetzt hast, die hatten eine andere Struktur als die normalen Steine, also die Halbsteine davon hat eine ganz andere Struktur als die Halbsteine, die du so kriegst, also die ganzen Steine. Deswegen sah das dann alles ein bisschen klebt aus. Und überall, wo du halt mit den Halbsteinen gearbeitet hast, sah halt scheiße aus. Gerade eben bei den ganzen Häusern, ich habe ja überall mal Halbsteine reingesetzt, weil ich dann zu viel von denen gemacht hatte und zu wenig von den ganzen Steinen hatte. War nicht so schön. So falsch. So. Ich habe noch eine Leiter dran. So. Zack. Absolut nicht. Der rafft es noch immer, wenn du sagst, dass er es nicht rafft. Wir wollen heute nicht so eine lange Folge haben wie die letzte. Aber wir wollen schon sehen, ich will die Folge schon sehen, dass wir damit durch sind. Ich brauche schon noch. Ah, naja. Von dem, wieso habe ich jetzt das irgendwann nicht? Ich verstehe es nicht. Das ist zu hoch für mich. Ich will das Bruchtor halt in dem Stil wie Dings behalten, wie die Türme behalten.
Weil es ist ja eigentlich auch nur ein langgezogener Turm an sich. So, da haben wir das durch. Dann müssen wir jetzt hier. Dann als nächstes den hier. So, dann fangen wir hier an. Zacki mit Maggi. Hier, Zacki. So. Ah, nein. Falsch. Ein Schloss könnte man halt auch bauen, ne? Eine Festung haben wir ja gebaut, aber ein Schloss. Heben wir uns das für das nächste Projekt, beziehungsweise ja, weiß noch nicht, dass das schon das nächste wird, aber ich denke mal schon, dass wir das als nächstes Projekt machen werden. So. So, ja, dann abwärts, Junge, abwärts. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal. Ja, ist ganz schön Monkolit geworden, ne? Ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Scheiße rein, alles rein, machst du Brian. Du musst noch ein bisschen Kontrast reinbringen. So zum Beispiel auf Fenster mit rein. Ja,
würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ciao mit V.